Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und ich starte dieses Jahr mit einem kleinen Infovideo. Und zwar werde ich es diese Woche nicht schaffen, Conan Exiles noch irgendwie aufzunehmen. Das ist jetzt am Wochenende war der Geburtstag von Jane, da hatte ich keine Zeit und jetzt ist sie auch wieder arbeiten und wir befinden uns immer noch in der Situation, dass der Lockdown uns daran hindert, quasi unser Kind in die Kita zu schaffen. Das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Und da fehlt mir einfach die Zeit, jetzt was aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ab nächste Woche wird es wieder hoffentlich ganz normal laufen. Es werden wieder Conan Exiles Folgen kommen. Es wird noch ein zweites Let's Play Projekt quasi starten, was dann immer abwechselnd Montag, Mittwoch und Freitag kommt Conan und Dienstag, Donnerstag und Samstag wird dann das neue Projekt laufen und zwar spielen wir dann This Land is My Land. Ich habe das ja bei meinem lieben Kollegen gesehen und ich dachte ja die ganze Zeit, das ist noch auf Englisch, aber mittlerweile ist es so entwickelt worden, dass es auf Deutsch ist. Ich habe das Spiel vor einem halben Jahr von einem Zuschauer geschenkt bekommen und seitdem traue ich mich eigentlich nicht ran. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es auf deutschsprachig unterstützt ist, werden wir uns gemeinsam dieses Spiel anschauen. Wer es noch nicht kennt, es ist eine Art Survival-Simulations-Aufbauspiel. Ich freue mich auf dieses Projekt und wie gesagt, Conan wird dann auch wieder ganz normal laufen. Was gibt's noch zu sagen? Ab diesem Freitag wird es auf Twitch ein neues ARK-Projekt geben und zwar das ARK-Fjorder Community-Projekt, wo ich quasi mit ein paar Leuten, mit ein paar Auserwählten, sag ich mal so, ARK-Fjorder spielen werde und es wird aber ausschließlich auf Twitch gestreamt. Ich werde das so machen, dass ich die Twitch-Streams, die ich in Zukunft dort streame, alle auf YouTube hochladen werde in einem bestimmten in einer bestimmten Playlist. Lass uns die einfach dann mal Archiv nennen oder so. Genau, das für die Leute, die einfach sich immer noch weigern oder aus technischen Gründen keinen Bock auf Twitch haben, dass ihr da trotzdem die Chance habt, die Streams dann komplett anzusehen, allerdings uncut, ne? Also ich werde dann nichts schneiden, ich habe dann einfach keine Zeit dafür, dort noch großartig rumzuschneiden. Genau, ich werde aber nicht faul sein in dieser Woche, ich werde mich um ein neues Logo kümmern, dass wir auch endlich mal die ganze Merchandise-Geschichte angehen können, dass ich früher oder später ein bisschen Stuff euch zur Verfügung stellen kann, den ihr dann euch kaufen könnt und ich werde eine Webseite konstruieren, sag ich mal, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid und immer bestmöglich informiert seid. Ja, vielen Dank für euer Verständnis. Heute Abend gibt es trotzdem ARK-Stream. Ich glaube, Dienstag oder Mittwochabend wird es noch Subsistence-Stream geben und ansonsten am Wochenende werden die Streams dann immer auf Twitch stattfinden. Also Freitag ist immer ARK Fjorder auf Twitch und Samstag ein beliebiges Spiel. Und je nachdem, wie viel Zeit ich finde, werde ich unterhalb der Woche auch noch einen Twitch-Stream einbauen. Also ich versuche möglichst von den YouTube-Livestreams so langsam wegzukommen und tatsächlich die Streams nur noch auf Twitch zu machen. Gut, dann habt eine schöne Woche. Bleibt mir schön gesund und vielen Dank für euer Verständnis und ja, schaut mal die Livestreams rein, ansonsten Let's Plays gibt's ab nächste Woche wieder ganz normal. Bis dahin, macht's gut, ciao.